Hi, ich bin's wieder, Ela von Wolli Schiebling. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ja, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ela zockt. Ah, wie ihr seht, habe ich auch eine neue Kameraführung. Ja. Ich habe was Neues mitgebracht, was funkelnagelneues. Oh Gott, warum habe ich dieses Spiel ausgewählt? Ja gut, okay, also hier ist es, das Spiel. Tennis. Hier oben in dieser Ecke, da so, da ist ein Mario. Und deswegen ist das hier in meiner Spielesammlung drin. Ansonsten wäre das wirklich nicht hier drin. Also ich bin nicht gerade der sportliche Typ. Ich bin eher so derjenige, welche der in der Schule immer als letztes gewählt worden ist. Weil ich so ein absolut unsportlicher Typ bin. Und das kann ich auch aufs Spielen überleiten. So, ich brauche mal ein bisschen Mucke hier. So. Und jetzt werde ich hier oben in dieser Ecke hier. Guck dich das an. Ist das cool oder ist das cool? So, Tennis von 1989. Die Mucke bringt mich um. Okay. Wir haben hier Player 1, Level 1 und ja, wir starten die Motoren. Ich will nicht. Ja, das blaue Mannequin hier unten bin ich. Da auf dem Stuhl sitzt auf jeden Fall Mario. So, Aufschlag und... Und da ist die Erklärung, weswegen ich als letztes beim Sport gewählt worden bin. Ich möchte euch auf jeden Fall nicht sagen, wer vor mir gewählt worden ist, aber ich bin tatsächlich und wirklich immer die Letzte gewesen. Und die haben sich sogar darum gestritten, wer mich nehmen muss. Hohoho. Okay. Jetzt schon außer Atem hier. Hatten sie letzte Woche schon gehabt, jetzt könnt ihr sie nehmen. Also ich bin die, die man definitiv nicht in der Runde haben sollte. Verdammt. Ja, Tennis. So, jetzt mal zu euch. Habt ihr Tennis gespielt? Hier für den Game Boy 1989? Ja, nein, vielleicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Seid ihr so die Sporttypen? So die, in der Wirklichkeit Sport treiben und auch auf der Konsole gerne Sportarten spielen. Ja, komm. Das ist sowas von out gewesen. Das habe ich gesehen. Was soll man nicht? So, weiter geht's. Aufschlag. Ich hab einen Punkt gemacht. Ach, seht Leute, man hätte... Nein, man hätte mich nicht wählen können. Sonderlich. Doch, komm, nein. Aber ich war in der richtigen Ecke. Ist das nicht ein Pluspunkt? Also bei Sport war ich immer anwesend. Also schon für die Anwesenheit habe ich... Ja, nochmal. Wartet. Okay, jetzt. Ah. Auf jeden Fall definitiv was Neues. Aha. Okay, rechts darf man nicht hin, weil out. Super. Also, zu der Grafik kann ich hier sagen, nicht ganz... Können die eigentlich rennen hier in dem Spiel? Oder passen die sich tatsächlich den Spieler an? Super. Ja, aha. Ich hab einen Punkt gemacht. Hier, voll Profi. Warum war das ein Foul? Und hopp. Nein, auch jetzt haben wir es geschafft. Ich finde Mario cool. Mario, der auf dem Stuhl sitzt, einfach nur da. Haha, Loser. Hat den Computer ausgemacht. Ich hab einen Punkt gemacht.
es wird wahrscheinlich noch... Wo ist der Ball? Und los. Und top. Ich glaube, das ist der Computer mit Absicht. Das finde ich definitiv unnett. Wirklich sehr unnett. Mir fällt gerade auf, wenn ich hier auf diesen Rechner gucken muss, anstatt dass ich da oben hingucken muss. Ey, was ist mit dem Techniker? Jetzt habe ich da oben kein Bild. Fällt mir jetzt erst auf. Naja, egal. Es wird auf jeden Fall nichts hier darum gehen, dass das hier besser wird, mein Spiel. Und drüber. Und es war noch drüber. Oh, Pause drücken kann ich. So. Gott, ey. Also, wie gesagt, also ich habe diese Spiele früher nie gespielt. Tennis, Autorennen, Fußball, weiß ich nicht, was da alles so gab. Ich habe sie bestimmt hier irgendwo hinten in der Ecke. Meistens bei den Konvoluten irgendwie mit dabei. Habe ich nie gespielt, weil ich weder im realen Leben noch in der Spielwelt, irgendwelche Sportarten. Golf ist auch noch so eine Sache für sich. Kann die nicht rennen? Wenn er rennen könnte, wäre ich viel schneller an einen Ball und das Spiel würde ganz anders aussehen. Nein. Nein. Es würde nicht anders aussehen. Ich würde nur sehen, dass ich es selbst auch dann noch verkacken würde. Antrat. Nein! Komm schon, ey. Meiner Wicht. Wie sieht's denn bei euch aus? Komm schon. Döp. Bei mir hat sich auf jeden Fall definitiv nichts geändert. Das war aber definitiv laut. Komm schon. Wenigstens ein Spiel kann man ja wohl hier gewinnen. Ha! Ha! Ja! Huhu, mein Haar. Das war ein Punkt für ihn? Er ist erst da hochgeschlagen. Schiri, was ist mit dir? Hund nicht dabei oder was? Ja, sicher, bei mir ist es ein Foul. Wenn es bei ihm ist, ist das ein... Ich war doch dran. Es ist so anstrengend. Ist ein super Spiel, kann ich nur empfehlen. Jeden Einzelnen, der mich fragt, das ist ein Megaspiel. Macht so viel Spaß. Also ich komme kaum aus dem Lachen raus. Renn, renn! Blauer Wicht. Ja, genau, auf der anderen Seite habe ich mehr Chancen. Hier, ich mache wieder Aufschlag. Hui! Und... Wie in drei Teufelsnamen macht man denn sowas? Kann man das mit den Dingen auch hier machen, dass man einen Aufschlag macht? Ich krieg's gerade mal über das Ding. Nein, ich krieg's doch nicht mehr über das Netz. Komm schon. Hopp. Jawohl. Ah.
Das Lustige ist, ich habe dieses Video, mache ich jetzt zum zweiten Mal, weil beim ersten Mal hatte ich voll das Echo und da habe ich auch nicht besser gespielt, obwohl ich es schon gespielt habe. Es ist nicht auszuhalten, es ist wirklich nicht auszuhalten hier. Glaube ich, dass der Computer mit Mario gemeinsame Sache macht. Ja, genau, wenn er jetzt dafür einen Punkt kriegt, ist aber was los hier. Weil ich einmal geschlagen habe? Ich habe nur einmal getroffen. Ah. Ah. Du musst nur im richtigen Moment A drücken. Es macht riesen Spaß, das Spiel. Ich hab doch nicht... Ich komme aus dem Lachen raus, ey. Ich hab noch nicht mal in irgendeiner... Ich renn doch, renn. Warum rennt der nicht? Wenn er gerannt wäre, hätte ich ihn nicht gefragt und ich hätte das Spiel gewonnen. So wäre es in meiner Fantasie gelaufen. Mein Gott, ey. Nichts außer Atem hier. Haare stehen im Bild. Das ist... Dann. Ich hab Punkt dort, ja. Ich hab keinen Punkt. Ja. Andere Seite. Jetzt habe ich eine Chance. Passt auf. Mach ihn platt. Das ist ein komplett einfaches Spiel. Ne? Man hat zwei Spieler, einen Computer oder man kann es zu zweit spielen. Ja. Jeder hat einen Schläger und das ist ein Ball, der über die Mitte da hüpft, über das Netz. Und ein Schiri, Mario, der immer nach links und rechts guckt. Und halt eben einen Spieler, der es nicht kann. Und hier sieht man definitiv. So. Punkt gemacht. Ich kann's. Nein, warum? Vielleicht schiebst du es mit der Zunge raus. Nein, daran liegt es auch nicht. Ach, Finale. Belgien. Oh, guck mal, da unten bin ich. Das. So sah das früher bei mir auch mal aus. Ja, es hat sich nichts geändert. Es ist so, ja... Maßlos traurig. Ach, wer von euch hat das früher immer gespielt? Wer hat jetzt wieder Bock darauf, das zu spielen? Wer möchte jetzt auf jeden Fall im richtigen Leben Tennis spielen? Nur durch dieses Spiel und durch dieses Video, weil sie alle sagen, das kann ich doch besser als die Ela von Wolli Schiebling. Jeder kann es besser als ich. Alle. Ich glaube, selbst Yoshi könnte besser hier Tennis spielen als ich. Schreibt in die Kommentare. Lasst mir ein Like da, vielleicht ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Es wird definitiv kein Sport sein. Also einmal losen am Tag reicht mir. Tüdelü!